Willkommen zurück zu Shin Megami Tensei's Digital Devil Saga. Wir sind auf dem Wüstenschiff, wollen jetzt dort eine Explosion herbeiführen, um die Broods in die Falle zu locken. Deren Anführer Colonel Beck haben wir im letzten Mal schon kennengelernt. Ist kein netter Geselle, der sich irgendwie hier überhaupt nicht wohlfühlt in diesem Gebiet. Ja, er scheint Angel zu kennen. Und ja, schauen wir mal, wo wir jetzt weitergehen müssen, denn Sarah ist in Sicherheit gebracht worden von Heat. Angela hat sich als Sarah verkleidet und jetzt ist Bad angelockt worden. Sollen in den ersten Stock gucken, wo wir lang müssen. Jeder falsche Weg, genau, wird okay, gleich als falsch gekennzeichnet. The message is written. Danger. Engine room ahead. Employees only beyond this point. Oh, das ist noch ein Speicherpunkt, da hätten wir beim letzten Mal auch hier abschließen können. Na gut. Keine Karte davon, deswegen wusste ich das nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Ich werde jetzt hier erstmal nicht mit Estoma-Spray arbeiten. Also ich sehe, es läuft wirklich gar nicht gut, dann werden wir mal Mittel anpassen müssen. Und letztes Mal ist nach langer Zeit der Emulator-Bug wieder aufgetreten. Dann geht's wohl weiter, dann gehen wir doch erstmal hier lang. Wir wollen ja alle Items einsammeln. Gail ist im Gegensatz zu mir doch, muss man sagen, ganz stark am Fortschritt interessiert. Will nicht gern looten. Gibt doch irgendwie noch keine Zufallskämpfe. Keine Sorge, das wird sich gleich ändern. This is satisfactory. Let us plan the explosive here. Explosive weapon has been set on the bomb. As we ascend, we must plant explosive on the floors above. One explosive is needed per floor for a total of 7. Expedience is required for this mission. Let us hurry. Sag das mal, wir haben kein Zeitlimit. Wir haben alle Zeit der Welt. Also wir müssen jetzt auf jedem Stock so eine Bombe setzen. Und dann haben wir hoffentlich eine gute Sache. Also hier ist das zweite verhängende Licht, was uns komplett heilt. Ich weiß gar nicht, ab welchem Punkt die Zufallskämpfe kommen. Irgendein Alarm ausgelöst oder so, ist mir gerade nicht klar. Uns überraschen. Ah, there they are, it's them. Capture the leader and the girl, but kill everyone else. Hat Baron ja gesagt, Cyber Shaman den Punk belahmen, der Punk ist surf. Cyber Shaman. Ist ja nicht Sarah oder andersrum. Aber ich weiß nicht, wo Sarah der Punk sein sollte. Also irgendwas setzen wir hier aber nicht ein, diesen schwachen Feuer. Noch anzubieten. Ja, du kannst nicht mal Bauer oder so.
sollte ich ihm mal die Wawa geben, anstatt dass er sowas wie Ancient God hat. Aber jetzt kommen Zufallskämpfe. Gib ihm mal statt Taunt noch Flame Breath, denn das ist doch ganz gut, wenn wir hier gegen Gegner auch mal Multispells haben. Elektro ist, glaube ich, in diesem Dungeon nicht so gefragt. Das war ja vorher in der Coordinate 136 ziemlich gut, während Feuer hier doch sinnvoll ist. Teile hier von der Musik immer sind richtig gut. Pöngelicht ist natürlich völlig weg vom Schuss, das heißt ja, man könnte hier trainieren, aber nicht mehr wirklich Speicherpunkte in der Nähe. Aber das ist auch fucking Feuer. Und der hat eine besondere Eigenschaft, nämlich irgendwie, der, wenn der kurz vorm Tod ist, macht er einen Selbstzerstörungsruf und dann sprengt das in die Luft. Dann nehmen wir alle 30 Schaden. Das wollen wir lieber mal nicht riskieren. Gar nicht, was sie können. Phantom, gleich mal gucken. Die sind immun gegen physische Attacken. Schwach gegen Force. Dann haben wir was. Wird es gleich voll. Ich weiß gar nicht, was Ancient God ist bei Cielo. Warum auch immer ich vergessen habe, bei ihm die Wawa beizubringen. Sollte man schwach gegen Elektro, würde ich wetten. Der in der Mitte ist aber immun dagegen. Weg. Jetzt können wir uns auf Elektroangriffe konzentrieren. Hier glaube ich nicht mehr viel helfen. Jetzt mal. Stimmt, es wurde mir angeraten, hier sehr viel auf Magie zu achten, weil diesen physischen Angriff ist erst dann schon, wo wir wirklich mehr auf Magie gehen werden, also physische Angriffe, und ich denke mal, das merkt man auch bisher. Wenn die Phantome sogar immun dagegen sind, dann gibt es Naga, die kontern physische Angriffe. Theoretisch sollte es hier nicht weitergehen, aber ich guck mal, wo wir hier hinkommen. Ja, weird. Also hier kommen wir wahrscheinlich gar nicht hin. Das ist so ein bisschen
bisschen wie ein Rand markiert in dem Gebiet. Media mit. Mit dir unterbrechen wir das mal kurz, um die Wawa zu lernen. Einfach weil ich das viel nötiger finde, als dass er erstmal HP-Thief lernt. Dann Feed Frenzy und sowas, das muss dann alles gleich hinterherkommen. Damit er auch mitkämpfen kann oder HP sammeln kann, ansonsten läuft das ja überhaupt nicht. As discussed previously, we cannot return via the same elevator we arrived and use the door to the right instead. You, leader, are the bait. More quickly from place to place and draw our opponents inside. Also theoretisch können wir das Gebiet frei erkunden, abgesehen von den Restriktionen, die gelten lässt. Sind Sie mir hier richtig? Also wenn wir erst den Bombenraum finden, sind wir richtig, ansonsten erst im zweiten Stock zurückkommen. Ja, hier sind wir richtig. Wenn es gratis sein können, oder wir machen es hier für Geld. Ja, 11 Minuten rum, ich wollte es eigentlich halbwegs schaffen heute, also bis vor ein Boss kam, aber kann man auch vergessen. Alright, let us set one here. The 8 explosives, we have 6 left to set. Let us proceed to the next location. There they are! The silver fox is on the move, parts port side towards the box. Call for backup. They look the bait. Just like we planned. Do not speak hastily. We cannot allow them to believe our orders were of so few of their soldiers. Destroy them so we may continue. Kennen wir schon? Wir waren in der Koordinate 1 in einer dieser Kisten drin. 90% Chance hätte er mal versteinert worden mit jedem dieser Health Rust. Das wäre schlecht gewesen. Was können die denn? Earth ist Ehrenschwäche, Earth haben wir nicht. Haben wir bestimmt als Item dabei. Was? Kann ich danach kaufen? Glaube ich zumindest. Drei Fähigkeiten. Erfang. Super physischer Angriff auf einen. Consume. Heavy Damage Hand auf einen. Bleib mal bei Feed Frenzy. AP die Welt ist relativ gut. Iron Stomachs. Ah. Ist okay. AP die Welt nehmen wir jetzt aber auch nicht. Das nehme ich dann, wenn ich grinde. Hier ist es nicht so wichtig, weil ich doch nicht so oft hante. Sind.
niemand schwach. Täuscht. Eis aus. Nicht immun. Elektro. Auch anfällig, sehr schön. Da lassen wir noch gute Erfahrungspunkte. Bauern. Gab es hier noch einen Weg? Und da unten neben dem Elevator gab es auch noch eine Tür. Tür neben dem Elevator gehen wir jetzt mal nicht rein, da gibt es glaube ich nichts, aber hier will ich nochmal lang gehen. Dann offscreen grinde, machen wir jetzt mal das Thomas-Spray. Wenn ihr eure Schwäche auscancelt und eure Armagiekraft sie erhöht. Gibt's gar nichts, hat das hier gelohnt. Renn ich den Weg nochmal zurück? Ach nee. Was soll da schon drin sein? Wenn wir später den Elevator komplett verfügbar haben, dann fahren wir da einfach. Oh, das ist ja Blödsinn, da hat er gerade den Mantra voll gemacht. Dass er jetzt Nager gefressen hat, war nicht so sinnvoll. Transy ist auch noch gut, danach kann er wieder den alten Pfad gehen. Was ist hier freigeschalten? 300.000 mittlerweile. Bringt natürlich auch eine Menge. Ist aber auch dann schon Stufe 5 Mantra oder sogar Stufe 6, Stufe 5.
Schönes. Und das hier. Geklappt hat. Sehr schön. Hier ist abgeschlossen. Hätten wir bereits die Hälfte der Bomben gesetzt? Ich denke, wenn wir das Desert-Chip durchhauen, können wir da nicht mehr hin, denn es wird ja wahrscheinlich am Ende alles in die Mitte fliegen. Wenn der Gegner anfängt, mache ich nicht weiter. Auch wenn ich weiß, dass ich hier noch ordentlich trainieren muss, denn der Boss in diesem Gebiet ist nicht so ohne. Ich habe mich Magic Eid oder Stoma eingesetzt, Freunde. Jetzt reicht aber. Alle gegen Erde schwach, Erde ist das, was wir nicht mehr haben. Aber lieber ein paar MP. Fünften Stock weiter. Too bad Sarah isn't here, sucker. Flying can't save your ass in here. There's no escaping this time. Why did you sell to not out? Ask your idiot friend. He'd do the same thing. Oh, but you'll never see him again. Not after I devour you. Jinana was delicious. No! You bastard! Ja, wer jetzt noch fliegt, der wird am Boden. Das weißt du, Jinana hat Element Erde. Und ist deine Schwäche. Jinana, Agila hat Element Erde, ist deine Schwäche. Fangen die denn schon wieder an?
Echt? Die Agility hochpumpen, dass wir mal nicht so häufig geambusht werden. Stärke kommt eh hinterher. Bombenruhm hin. Bombenruhm ist auf der anderen Seite. So, aber auf der anderen Seite hier geht's weiter. Das heißt, wir müssen noch zur Bombenruhm gehen, weil weiter wollen wir erst später. Natürlich. Ist er schwach dagegen? Nein, dann tschüss. Hat sich aufgehangen. Wann habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Anfang des Raumes. Hätte auch ohne Emulator Probleme gut klappen können, aber will es nicht. Jetzt machen wir das nochmal. Überraschung, was uns jetzt drin erwartet. Nicht drei Medical Kits. Oh, ist nicht wahr. Wenn ich einfach eine Fury Cell. Meine Herren. Das ist der absolute Hammer. Terminal kommt, da werden wir wahrscheinlich aufhören. Ja, ne, dann gehen wir erstmal die Bombe noch legen oder setzen. Dann hören wir aber dann dort auf. Setzen wir dann noch eine Bombe und dann machen wir beim nächsten Mal dann das Gebiet fertig. Wahrscheinlich werde ich dann hier ein bisschen grinden auf dem Gang. Super Grinding Spot gibt es nicht, weil ich dachte im letzten Speicher, dass es kurz vom letzten Terminal Heilterminal gibt, aber gibt es auch nicht, deswegen ist das kein Problem, dann grind ich hier auf dem Gang ein bisschen. I found them. Okay. You're running away? That makes me laugh. Embryon's leader is just a stupid coward. It makes me laugh that you were stupid enough to fall for such an obvious trap. Drei von denen. Die Feuer angreifen.
können ordentlich durchrushen, wie man sieht, was den Schaden betrifft. Oh, das trifft zu wenig. Der Marsch ist ganz zu stark. Kein Deathmarsch, dann ist okay. Ist doch egal. Seid ihr überhaupt schwach gegen Force oder was? Expel steht hier, sind die noch schwach. Da werde ich offscreen auf jeden Fall Fallen Hero und Adamant noch voll machen. Frenzy, Venom Fang machst du von mir aus auch noch rein und da machen wir Sekunda raus, jetzt muss ich so nicht ein. Gut, ich werde jetzt vielleicht 2-3 Level grinden oder ein Level, mal gucken, wie viel Lust ich habe. Dann mache ich die Mantras von allen voll, kaufe dir noch was Schönes, obwohl das Geld natürlich derzeit ein bisschen knapp ist. Passt jetzt ja gar nicht. Ich gebe ihm einfach das, was er eh schon angefangen hatte. Das hier. Und dann werden wir mal sehen, wie stark ich beim nächsten Mal bin. Und dann werden wir beim nächsten Mal vielleicht das Schiff abschließen. Hoffentlich kommt ja Jilla rechtzeitig zu Hilfe, denn sie scheint ja irgendwie gegen Bad zu kämpfen. Das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.